Jetzt begrüßen wir zwei Mitglieder der Gruppe Stonehenge bei uns im Studio. Sie haben einen für Österreich ganz gewaltigen Erfolg erzielt. Sie haben die Battle of Bands geschlagen und gewonnen. Das war ein Rockwettbewerb in Liverpool. Servus Wolfgang und servus Andy. Grüß dich. Wie war das eigentlich und wie lang ist das her? Das ist jetzt her 2 Monate. Es war so, der Battle of Bands ist ein Wettbewerb in England, an dem jeder teilnehmen kann, der glaubt, er kann Musik machen. Es waren heuer 400 Einsendungen. Tonband-Einsendungen. Tonband-Einsendungen, ja. Und daraus wurden 5 ausgewählt, die dann live im Finale gespielt haben. Da war dann Stonehenge, also wir waren da dabei. Und die Jury, in der unter anderem Mike Rutherford von Genesis war und Saman von Status Quo. Und das waren also Melody Maker-Leute und Leute von Plattenfirmen dort, die haben dann darüber entschieden, dass Stonehenge gewonnen hat. Ihr habt also in Liverpool als nicht englische Gruppe diesen Preis gewonnen, Battle of Bands. Ist das so häufig, dass dort auch Ausländer, das heißt nicht Engländer, eine Chance haben? Na, der Wettbewerb, der findet jedes Jahr statt und es war das erste Mal, dass dort eine nicht englische Gruppe teilgenommen hat. Also ein ganz großer Erfolg, ja, einer österreichischen Rockgruppe. Wie schaut es mit den Texten aus? In England mit englischen Texten zu bestehen, ist nicht so einfach. Wir haben einen sehr guten Texter, den Gerhard Höbert, der in England also beinahe über den grünen Klee gelobt wird. Seine Texte werden dort Seine auch Texte werden dort sehr. Und es war nicht eure erste Erfahrung, die ihr gemacht habt in England? Ihr wart vorher schon drüben. Wir waren vorher 3-mal auf Tournee. Wir haben das aufgebaut, zuerst in kleinen Clubs und Pubs, dann in größeren Konzerthallen und im November bei der Tournee sind wir dann so aufgefallen. Es haben sich sehr viele für uns interessiert. Wir haben drüben in einem 24-Spur-Studio Demos aufgenommen. Die haben wir gleich dort gelassen für den Wettbewerb. Und es hat sich also ausgezahlt. Ihr seid jetzt schon 5 Jahre beisammen und habt alle musikalische Ausbildung, also einen musikalischen Background, stimmt das? Ja, kann man schon sagen. Und ist das, wertet ihr das als Grund für einen Erfolg? Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass man musikalisch einen Grundstock hat, auf dem man dann aufbauen kann. Das ist jetzt ob klassische Musik, Rockmusik oder irgendwas anderes. Das Handwerk sollte man auf alle Fälle gelernt haben. Und wir haben es sicherlich gelernt. Ihr seid wann wieder zu sehen in Österreich bei Auftritten? Am 3. Mai beim Stadtfest von 16 bis 17 Uhr. Und beim Stadtfest seid ihr die Stargruppe des Rockprogramms, oder? Ja, wir sind die einzigen Österreicher, die auf der großen Bühne am Hof dort spielen werden. Was sind jetzt eigentlich die Folgen dieses ersten Platzes in Liverpool? Wir haben einen Vertrag bekommen, das war der erste Preis. Den Vertrag, den wir bekommen haben, der ist über dieses Angebot hinausgegangen. Die Firma hat also gesagt, wir waren so überwältigend, unsere Show hat sie so mitgerissen, dass sie uns mehr bieten. Und es waren jetzt Verhandlungen, Manager haben darüber diskutiert und auch Rechtsanwälte. Und kurz vorm Abschluss bei der einen Firma ist eine andere Firma gekommen und hat gesagt, wir geben euch den gleichen Vertrag, ihr kriegt 5-mal so viel Geld und jetzt beginnt alles von neuem. Eine dieser Nummern, mit denen ihr in Liverpool beim Battle of Bands so erfolgreich wart, nämlich Leave It Up To Me, diesen Titel, haben wir hier im Studio aufgenommen und da sieht man Stonehenge. Was heißt das auf Deutsch eigentlich? Steinkreis. Sieht man also den Steinkreis das erste Mal nicht nur als Band, sondern auch in der Rolle der Zuschauer.